Ja, Shalom und gottesreichen Segen an alle Geschwister. Willkommen zur 16. Folge der Serie Okkultes ABC mit dem Thema heute biblische Zungenrede, das Kauderwelsch der Charismatiker. Und einige Christen werden sich vielleicht fragen, was hat denn Zungenrede mit Okkultismus zu tun? Und die Frage wollen wir auf jeden Fall direkt beantworten. Und da wollen wir auch gar nicht lang um den heißen Brei herumreden. Wir schauen uns zunächst mal an, was Kurt E. Koch geschrieben hat in seinem berühmten Werk Okkultes ABC ab Seite 102. Da stellt er die Frage: Warum befinden sich echte Christen im pseudo-charismatischen Reihen? Es geht ihnen die Gabe der Geisterunterscheidung ab, sonst würden sie dieses Lager der Charismatiker verlassen. Der Heilige Geist führt in alle Wahrheit und nicht in ihre Lehren. Und wir wissen, laut Bibel ist natürlich Jesus die Wahrheit, der nie gesündigt hat. Und deswegen ist er auch die Wahrheit, weil alle Gebote und das Gesetz Gottes, die alle Gebote beinhalten, laut Bibel die Wahrheit sind. Und wir wissen auch, in der charismatischen Bewegung gibt es irgendwie keine Ströme, die irgendwie die Gebote Gottes hochhalten, den Sabbat halten oder Feste Gottes feiern. Deswegen werden da auch viele Irrlehren verbreitet, wie sowieso im gesetzlosen, traditionellen, heidnischen Christentum von heute. Aber dazu kommt eben noch diese ganzen Zungenrede und dieses Rumgewälze auf dem Boden. Dazu habe ich ja schon einiges an Videos gemacht. Wir schauen uns zunächst mal an Kurt E. Koch, was außerdem sagte. Er sagte, es sieht fast so aus, als sei die Zungenbewegung und die sogenannte charismatische Bewegung die gefährlichste Waffe Satans auf das Lager der gläubigen Christen. Nun, ich halte diese charismatische, okkulte Form von Zungenreden auch für sehr gefährlich für das Volk Gottes, aber es ist meiner Meinung nach nicht die gefährlichste Waffe Satans. Es ist eine Waffe, aber nicht die gefährlichste. Ich glaube, eine der gefährlichsten Waffen ist die Gesetzlosigkeit, dass es Satan tatsächlich geschafft hat, sogar dem Volk Gottes, den Christen, weiszumachen, dass die Gebote Gottes abgeschafft sind, dass auf einmal Christen anfangen, Feste zu feiern, die nicht in der Bibel stehen, Gebote zu halten, die nicht in der Bibel stehen, und essen, was sie wollen zum Beispiel. Das hat Satan geschafft, und das wird sich aber wieder ändern, wenn das Gesetz ausgeht in alle Welt, wenn Jesus die Königsherrschaft angetreten hat. Aber wie kommen wir jetzt, wie finden wir jetzt den Sprung zum Okkultismus wieder? Dazu schauen wir uns einen Artikel an vom 18.05.2013, denn da heißt es: Im Schamanismus finden sich Formen des Zungensprechens. Während er für den Empfänger unverständliche Laute, Gesänge, Gebete, Murmeln, manchmal leise geflüstert, manchmal aber auch laut und energisch, als Mittel der Kommunikation mit seinen Geistern verwendet. Und vielleicht habt ihr schon mal Dokumentation über Afrika zum Beispiel euch angeschaut, über den Voodooismus, über den Schamanismus, und da laufen die auch alle irgendwie um ein Feuer herum und sprechen so Chukuchuka, Chakalaka, Wukababa, Gatataka. Und ich meine, wenn das die Schamanisten machen und diese ganzen merkwürdigen Formen da von den Voodoo-Priestern, dann sollen die das da in Afrika machen. Ich hoffe, die kommen irgendwann wieder zur Besinnung. Aber im Christentum hat das nichts zu suchen, denn genauso gibt es ja auch im Christentum, gerade in der charismatischen Bewegung, viele, die glauben, Zungenrede würde es sein, wenn man einfach irgendwas sagt, was niemand versteht, noch nicht mal man selbst. Wir werden uns gleich anhand des Neuen Testaments anschauen, was Zungenrede wirklich ist. Und dann gibt es viele in der charismatischen Bewegung, die sind da auf der Bühne und glauben, sie würden Gottes Willen tun, wenn sie die ganze Zeit dasselbe machen wie die Schamanisten oder Voodoo-Priester. Die sprechen dann auch die Christen von Shukuluku, Wakashakalaka, Batabata, und sie merken nicht, dass sie sich nicht nur erstens blamieren, sondern zweitens auch Gott ins Lächerliche ziehen, auch laut Neuem Testament, und das werden wir uns auch, wie gesagt, gleich anschauen. Und das geschieht eben, weil die Christen, viele Christen, nicht die Gabe der Geisterunterscheidung haben, sonst, wie Kurt E. Koch schrieb, würden sie die charismatische Bewegung und auch dieses Zungenreden auf jeden Fall verlassen bzw. lassen. So heißt es im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 1: Glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Und auch einen Propheten Gottes erkennt man nicht nur daran, dass er immer die Wahrheit prophezeit und dass er Gottes Stimme hört und dass Gott durch ihn spricht, sondern auch Propheten Gottes laut Bibel erkennt man daran,
dass sie immer die Gebote Gottes halten. Also wenn irgendeiner zu euch kommt und sagt, ich bin ein Prophet, ich habe eine Vision von Gott und lehrt die Gesetzlosigkeit, dann ist das ein falscher Prophet. Und laut Bibel wissen wir, wo falsche Propheten landen werden. Wir schauen uns direkt jetzt mal um im Neuen Testament und schauen uns mal an, was wir alles so für Gaben bekommen haben von Gott im Neuen Bund. Im 1. Korintherbrief heißt es in Kapitel 12 ab Vers 11, Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilung, der Hilfeleistung, der Leitung und verschiedene Sprachen. Und verschiedene Sprachen zu sprechen, die man nicht gelernt hat, werden wir nachher sehen, das ist Zungenrede. Wenn ich jetzt auf einmal Arabisch, Hebräisch sprechen könnte, ich habe die Sprache nie gelernt, dann wäre das ein Wunder, dann wäre das Zungenrede, Sprachenrede. Aber wenn ich jetzt sage zu euch, dann ist das keine Zungenrede, Sprachenrede, dann ist das Blödsinn und eigentlich Gotteslästerung. Und davon sollten wir uns fernhalten, auch laut Bibel, dazu kommen wir noch. Vielleicht sogar direkt im nächsten Vers, beziehungsweise zwei Kapitel weiter, lesen wir nämlich im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, ab Vers 5. Da schreibt Paulus, ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen reden würdet, noch viel mehr aber, dass ihr weissagen würdet. Denn wer weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet. Es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung erfährt. Ebenso auch, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? Also wenn ich in Schofahorn stoßen würde, wird sich keiner zum Kampf rüsten, weil ich dazu absolut leider zu unmusikalisch bin. So auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gibt, wie kann man verstehen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Wenn wir also nicht mit einer verständlichen Sprache ankommen, bei uns in Deutschland ist es nun mal Deutsch, ja, sondern mit einem Schukulukowuku, dann ist das keine verständliche Sprache, dann ist das einfach Blödsinn. Und wir sehen hier, die Weissagung ist weitaus höher als Sprachenreden anzusiedeln in der Hierarchie der Geistesgaben. Aber wir sehen hier, dass auch jemand dabei sein muss, der es auslegt, was man in Sprachen spricht. Wir würden heute im modernen Sprachgebrauch sagen, es ist ein Übersetzer. Wenn jemand in der Gemeinde ist und er spricht auf einmal in Zungen und kann auf einmal Arabisch und in der Gemeinde sind auch viele Araber, ja, dann braucht man einen Übersetzer, damit derjenige, der in Zungen spricht, das übersetzt bekommt von jemandem für die Araber dann sozusagen. Aber wenn jemand Chukulukulukulukuli redet, da kann man nichts übersetzen, ja, noch nicht mal selbst derjenige, der das redet, weiß, was er da sagt. Denn auch in Sprüche 15, Vers 2 steht geschrieben, die Zungen der Weisen gibt gute Lehre, aber der Mund der Toren schwatzt viel dummes Zeug. Und auch diese Chukulukuluku ist dummes Zeug. Und ich weiß nicht, wie Christen darauf kommen, dass auf einmal Sprachenreden dieses Chukuluku sein muss. Also es ist für mich eigentlich unverständlich. Aber gut, im Zeiten des gesetzlosen Christentums wundert mich ja sowieso nichts mehr. Ich möchte auch niemanden beleidigen, sage ich gleich, aber ich hoffe, dass einige zum Umdenken trotzdem angeregt werden. Und ihr wisst, ich bin nicht politisch korrekt, ich hoffe, biblisch korrekt zu sein. Und auch wenn es manchen jetzt nicht so gefällt, mich persönlich interessiert das wenig, weil ich muss ja sagen, was die Bibel sagt, ob es euch gefällt oder nicht. Wir schauen uns weiter um im 1. Korintherbrief. Und wir bleiben in Kapitel 14 und lesen ab Vers 23 weiter, da heißt es, wenn nun die ganze Gemeinde am selben Ort zusammenkäme und alle würden in Sprachen reden und es kämen Unkundige oder Ungläubige herein in die Gemeinde, wo die alle in Zungen reden, würden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Wenn aber alle weissagten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger herein, so würde er von allen überführt und von allen erforscht. Und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar, und so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist. Wenn wir also Wahrsagerei betreiben, nicht im Sinne von Wahrsagerei, wie das die Kultisten machen, sondern einfach Prophetie aussprechen, die sich, sage ich mal, erfüllt, also Propheten oder biblische Prophetie richtig auslegen und dann geschieht es,
irgendwann später, dann ist das gut, so kommen Menschen zum Glauben. Deswegen mache ich viele Videos über biblische Prophetie, weil wenn sich das dann bald erfüllt, zum Beispiel Daniel 8, dann laut Bibel kommen viele Menschen zum Glauben und das ist natürlich das Ziel, das Gott hat und das auch wir Christen verfolgen im Namen unseres Gottes. Aber wenn jetzt in der Gemeinde viele, oder wie es hier geschrieben steht, alle in Sprachen reden würden, also der eine spricht Arabisch, der andere Japanisch, der andere Chinesisch, der andere Deutsch, der andere Russisch, ja, ich meine, da würden die Menschen denken, sind wir hier im Irrenhaus oder wo sind wir hier gelandet? Da versteht keiner mehr den anderen. Und noch schlimmer ist es, wenn man hier meint, Sprachen reden war Tschukku Tschukku Tschukku, dann, wenn alle in Sprachen reden würden, in Zungen reden, wie die Charismatiker, dann würden alle in der Gemeinde rumtanzen, sich rumwälzen und Tschakalaka, Tschukuluku, Tschakataka denken. Das ist noch schlimmer, als wenn alle in anderen normalen Sprachen reden würden. Deswegen Zungenrede hat nichts mit diesem Tschukuluku zu tun. Und ich werde dieses Tschukuluku immer wieder verwenden, um deutlich zu machen, wie blöd dieses merkwürdige Zungenreden anhand der Bibel überhaupt ist. 1. Korinther 14, Vers 26, wir bleiben in diesem Kapitel, da heißt es: Was ist es nun, ihr Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas, einen Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung, alles lasst zur Erbauung geschehen. Wenn jemand in einer Sprache reden will, so sollen es zwei, höchstens drei sein und der Reihe nach, und einer soll es auslegen. Ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde, er mag aber für sich selbst und für Gott reden. Wenn man also in anderen Sprachen reden kann, wie gesagt, angenommen, ich kann jetzt Arabisch und in der Gemeinde ist aber keiner, der das auslegen, übersetzen kann, dann soll man für Sicherheit froh sein, dass man diese Sprache durch Gottes Geistesgabe erlernt hat, erlernen konnte, mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Aber es sollen hier höchstens zwei oder drei sein. Denn es gibt ja viele tolle Predigten, wo dann ein Engländer, Amerikaner in die deutsche Gemeinde kommt und der spricht 2, 3 Stunden und dann muss das immer jemand übersetzen, dann dauern die Predigten 4, 5 Stunden. Und deswegen soll das eben nicht Standard sein, dass wir dauernd in der Gemeinde Leute haben. Wir kennen das bei den Siebten-Tags-Adventisten, da werden immer viele Reden übersetzt und das ist sehr anstrengend, weil die Reden ja doppelt so lange dann dauern. Deswegen, das soll man nicht zu oft machen. Und wie gesagt, wenn, dann braucht man jemanden, der es auslegt bzw. übersetzen kann, aber das hat nichts mit Tschukuluku zu tun. Oder habt ihr schon mal irgendwie gesehen bei den Siebten-Tags-Adventisten, dass da einer kommt und der sagt: So, liebe Gemeinde, ich spreche jetzt mal heute in Sprachen, also Tschukuluku. Ja, und dann kommt der Übersetzer und sagt: Ja, hallo, hier möchte ich bekannt geben, ich freue mich hier zu sein. So einen Müll hab ich wirklich noch nie gesehen, noch nie gehört. Und wenn, dann ist es bei den Charismatikern. Aber da muss man aufpassen, denn es sind dämonische Strömungen in der charismatischen Bewegung und die sollten wir austreiben und nicht noch verherrlichen. Ebenfalls heißt es im Alten Testament in Hesekiel 3, Vers 4: Da sprach er zu mir: Menschensohn, geh hin zum Haus Israel und rede zu ihnen in meinen Worten. Denn du wirst nicht zu einem Volk mit unverständlicher Sprache und schwerer Zunge gesandt, denn das Haus Israel damals konnte ja genauso hebräisch wie das andere Volk Gottes, sondern zum Haus Israel. Nicht zu vielen Nationen wird er also gesandt, die eine unverständliche Sprache und schwere Zungen haben, deren Worte du nicht verstehen könntest. Das ist nämlich der Grund, wofür es Zungenrede gibt, damit man die Sprachen, die eine unverständliche Sprache haben, andere Nationen, Italienisch, Japanisch, damit man diese Gabe hat, die Sprachen auch zu sprechen. Wenn wir sollen ja laut Bibel, sagte Jesus, in die ganze Welt ausgehen, aber was sollen wir in Japan, wenn wir kein Japanisch können? Wer soll das verstehen? Also brauchen wir einen Ausleger, einen Übersetzer, der das dann übersetzen kann auf Japanisch. Wir schauen uns jetzt mal an, was biblische Zungenrede wirklich ist anhand der Bibel. Und das ist so einfach, dass sogar mein Kater könnte es verstehen wahrscheinlich, wenn er in Zungen sprechen könnte und Deutsch sprechen könnte. Apostelgeschichte 2, da heißt es ab Vers 1: Als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einer daherfahrenden gewaltigen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer,
die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Das ist die Zungenrede. Und was geschieht durch diese Zungenrede? Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Sie entsetzten sich aber alle und verwunderten sich und sprachen zueinander, wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Die Apostel nach diesen Pfingstwunder saßen nicht irgendwie auf dem Balkon und sagten, so hör zu, Volk Gottes, höre. Voila, tschakalaka, lukuluklukuluklu. Ja, da würden die anderen sagen, ja komm, trink mal weniger Alkohol, das haben ja auch viele geglaubt, aber sie konnten in anderen Sprachen reden. Die Araber konnten sie verstehen, die Griechen konnten sie verstehen, weil sie haben eben in Sprachen der Menschen gesprochen, damit man sie versteht. Und nicht tschukulukulakala. Wir bleiben in Apostelgeschichte und diesmal in Kapitel 10, denn nicht nur die Juden, Israelis, dem Fleisch nach konnten diese Wunder vollbringen, auch wir Heiden können das tun, andere Sprachen zu lernen im Heiligen Geist. Und der wird ja nochmal ausgegossen am Ende der Tage. In Kapitel 10 heißt es ab Vers 44 nämlich, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und alle Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass sie die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott hochpreisen. Auch die Heiden konnten auf einmal in anderen Sprachen reden, die sie gar nicht gelernt haben. Auf einmal konnten Griechen oder Römer oder wie auch immer auf einmal Hebräisch und konnten sagen, ja, unfassbar. Das ist Zungenrede, das ist ein Wunder. Aber dieses Tschukulukulukuluklu ist kein Wunder, sondern Gotteslästerung. Also macht euch, tut nicht unseren wundervollen Gott blamieren, blamiert euch nicht selbst. Und wenn ihr der charismatischen Strömung da angehört, wie zum Beispiel The Vision, der glaubt jeden Tag einen Traum von Gott zu haben und Gott hat ihm gesagt, wer gegen dich The Vision ist, der ist auch gegen Gott. Das ist Hochmut, das ist noch ein kleiner junger Mann, der noch sehr viel lernen muss. Ich bin auch bereit zu einer Debatte, da werde ich ihm mal einige Bibelverse zeigen, die hatte er in seinem Leben wahrscheinlich noch nie gehört. Aber trotzdem, ich mag ja den Bruder, es geht mir darum, dass man Gott als das darstellen soll, was er ist. Wir sollen ihn verherrlichen und nicht zu einer Witzfigur machen. Deswegen kehrt um bitte von diesem ganzen charismatischen Gedönst und diesem Kauderwelsch der okkulten Zungenrede des Schamanismus. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, heißt es ab Vers 1, und das sind bekannte Worte von Paulus, selbst wenn wir in Sprachen reden könnten, wenn ich jetzt Hebräisch, Arabisch könnte, oder ihr, darauf sollten wir uns nichts einbilden, denn es gibt Wichtigeres. So heißt es, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönerndes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und laut 1. Johannesbrief ist ja die Liebe zu Gott darin, dass wir seine Gebote halten. Das machen die ganzen Charismatiker nicht. Und wenn jemand ankommt und meint, er hat einen Traum von Gott und glaubt, die Gesetzlosigkeit lernen zu müssen, das ist gar kein Traum von Gott. Ja, das Gebet eines Gesetzlosen ist laut Bibel ein Gräuel. Wer sein Ohr abwendet vom Hören auf die Tora, dessen Gebet ist ein Gräuel. Für den wäre es besser, er wird gar nicht beten, weil das ist sowieso ein Gräuel. Wir sehen also, in welche Richtungen das geht. Deswegen halten wir an der Liebe zu Gott fest, an Jesus Christus, der Weg, die Wahrheit und das Leben und an den Geboten Gottes. Und wir werden auf jeden Fall dieses Zungenreden nicht unterstützen. Wenn jemand in anderen Sprachen spricht, dann ist das ein Wunder. Wenn jemand Chukulukuluku sagt, dann sollte man den am liebsten einen Schnuller in den Mund stecken. Klingt hart, ist aber meine Meinung und dazu stehe ich. Das war die 16. Folge der Serie Okkultes ABC, biblische Zungenrede und das Kauderwelsch der Charismatiker. Einige werden auch nach dem Hören dieses Videos weiterhin Chukuluku sagen, aber das macht nichts. Irgendwann wird euch hoffentlich der Heilige Geist die ganze Wahrheit zeigen und dann werdet ihr sehen, dass ihr euch und Gott sehr blamiert habt damit. In diesem Sinne, liebe Geschwister, seid mir nicht böse, wenn ich so rede, wie ich rede, aber ich rede nun mal
meiner Meinung nach die Wahrheit über die Zungenrede und deswegen werde ich das auch verteidigen. In diesem Sinne, liebe Geschwister, wünsche ich euch gottesreichen Segen und nicht vergessen, die Wahrheit kommt ans Tageslicht und das wahr ist und bleibt der Sohn des allmächtigen Gottes, Jesus Christus und alle Gebote der Tora, die Gebote des Gesetzes des Herrn. Amen und Gott segne euch.